Hallihallo, ihr lieben Liebsten, und herzlich willkommen hier bei diesem wunderbaren Neumondtag. Wir haben eine magische Geschichte. Ich habe euch eh schon einen Post geschrieben, das, um was es bei mir geht. Was wir auch heute am Abend im Webinar miteinander machen werden, ist wirklich so, sich noch einmal anzuerkennen, sich alle diese Themen, jetzt war das da verwurschtelt, sich all diese Themen rauszuholen, die man noch braucht für sich, um weiterzugehen, um in diesen wunderbaren Neuanfang zu gehen und sich voller Liebe von dem Alten zu verabschieden. Und ich hatte jetzt so dermaßen Bock drauf, wieder ein Mother Earth Reading zu machen. Viele von euch kennen das nicht. Ich habe so gestartet auf YouTube, auf den Kanal mit Zwillingsseelen und Mother Earth Reading, wo ich mir angeschaut habe, damals schon auch angelehnt mit den Elementen, also Feuer, Wasser, Luft und Erde, so ist das hier aufgeteilt, natürlich auch den Sternzeichen zugeordnet, ne? Feuer, Widder, Löwe, Schütze und so weiter und so fort, kann man natürlich auch mit den Farben spielen, ja, Rot, was habe ich gesagt, Wasser, Blau, Gelb und Braun, wo man sich da halt zugeordnet fühlt, und in der Mitte so wie das fünfte Element, also was so übergreifend mitschwingt für uns jetzt gerade. Und ich hatte so Lust, jetzt bin ich schon richtig aufgeregt, und die Karten, die da liegen, die sind mega, sie sind ja vielleicht auch ein bisschen triggernd, also wie ich das, dieses Kartenset, dieses nämlich hier, das verwende ich fast nie, ich habe das jetzt gerade wieder entdeckt, das hat mich gerufen. Und tatsächlich wusste ich jetzt gar nicht, was für Karten da rausfallen, und bin dann drauf gekommen, dass es Archetypen sind. So, also wir dürfen gespannt sein. Lasst euch nicht triggern, und wenn, also lasst euch schon triggern, nehmt den Trigger als Schlüssel für euch, ja, um da tiefer zu gehen, um da hineinzugehen, um zu spüren, okay, was hat das da vielleicht wirklich mit mir zu tun? Was darf ich da für mich sehen? Und wir schauen jetzt einmal, was im Kollektiv einfach los ist. Grundsätzlich, um was geht es hier? Und das fünfte Element, das finde ich ja schon wieder mega. Das fünfte Element ist quasi über alle. Also das ist das, was für alle zählt. Ja, du kannst dich jetzt in einem Bereich wiederfinden, du kannst dich in zwei Bereichen, drei Bereichen oder allen vier Bereichen wiederfinden, beziehungsweise allen fünf. Das ist wie so dieses übergeordnete Thema, und ich bin total entzückt, weil hier kommt die weise Frau als Archetyp, und ich habe wirklich so das Gefühl, genau das ist es. Was bedeutet für mich weise Frau? Für mich bedeutet weise Frau wirklich eine Frau, die in sich, in ihrer Mitte ruhend angekommen ist, die ruhig in ihrem Leben Schritt für Schritt schreitet, keine Angst verbreitet, das reibt sich sogar, und wirklich aus ihrer Mitte heraus, nicht nur in der Mitte ruht, sondern aus ihrer Mitte heraus kreiert und voller Herz, Verstand, Verbundenheit Inputs gibt, die Natur spürt, mit ihren inneren Leuchten schwingt, aber auch keine Angst davor hat, durch dunkle Nächte durchzuschreiten, und die ganz, ganz liebevoll jeden einzelnen Teil ihres Lebens annimmt, um daraus die größte Freudenpower, ja, auch wenn es schlimme Erlebnisse waren, für sich zu kreieren. Da sage ich heute am Abend auch ein bisschen was dazu. Und das, ihr Lieben, jetzt wollte ich schon sagen, ihr lieben Freunde, und das, ihr Lieben, ist hier tatsächlich etwas, was das Wunder bewirkt. Hier geschehen Wunder, indem du wirklich in dich hineingehst, in dich hörst und aus dir heraus, aus deiner Mitte heraus, dich selbst verwirklicht. Also ich habe jetzt gerade gequietscht, wie ich das gesehen habe, wie diese Karten rausfallen haben wollen, weil es ist jetzt wirklich Zeit, einen alten Ahnenpakt, sage ich jetzt sogar schon einmal, ja, wo es darum ging, im ewigen Zweifel, ja, das war so dieses Ding, vielleicht nenne ich es auch so, Ende vom ewigen Zweifel, na schauen wir mal, ja, aber auf jeden Fall, den ewigen Zweifel an sich selbst, seinem Umfeld gegenüber, seinem Leben gegenüber zu beenden, indem er durch seine Katakomben reist, nicht im schweren Sinne, sondern auf einem, ja, entzückten, neugierigen Sinne, damit man einfach dieses alte Ahnenthema beendet und die Kraft der Ahnen mit ihrem Potenzial wieder in sich einlädt, weil das können wir natürlich auch. Wir müssen ja nicht immer nur die Schwierigkeiten der Ahnen am Rücken herum gepackelt mit uns schleppen, sondern wir können ja auch wirklich uns wie einen Rückenwind geben lassen von unseren Ahnen, damit wir hier wirklich in eine neue Ära hineinkommen. So, und dann schauen wir uns jetzt schon gleich die Teile an, und da haben wir jetzt als Archetyp die Süchtigen, also Widder, Steinbock, Widder, Schütze und Löwe, Feuer, Rot, Inbrunst,
Liebe. Vielleicht auch ein bisschen Dominanz. Ja, und vielleicht auch ein bisschen Gefangenschaft. Ja, also die Süchtige. Wir haben hier das Blatt. Ja, es geht darum, was willst du beenden oder was darfst du beenden in diesem Bereich. Und da haben wir jetzt jemanden, der sitzt in einem Käfig drinnen. Wir haben hier jetzt ganz viele Raben und wir haben aber auch Paradiesvögel dabei. Und dieser Käfig ist offen. Der Käfig ist offen und sie schaut aber auf etwas, na, ich glaube, sie hat hier einen Gefährten verloren, hier ist irgendwie na, eine Taube, ja, oder ein Vögelchen halt in ihren Armen gestorben und sie trauert darüber nach. Und das, was ich so als Impuls bekommen habe, ja, ist tatsächlich, da geht es jetzt gar nicht darum, dass wirklich jemand gestorben ist, beziehungsweise, naja, vielleicht schon, so gesehen wieder schon. Warum? Jedes Mal, wenn wir eine Situation verlassen, jedes Mal, wenn sich in unserem Leben was ändert, jedes Mal, ja, da habe ich gestern erst mit meinen Mentorings, mit meinen Mentoring-Teilnehmerinnen gesprochen drüber, jedes Mal, wenn irgendwie wir aus einer Situation rausgehen, eine Verbindung mit einem Menschen beenden oder jemand tatsächlich auch geht, aber das meine ich jetzt gar nicht den physischen Tod, sondern ich meine jetzt wirklich die Veränderung in deinem Leben, dann ist ja etwas für dich neu. Und das heißt aber auch, dass das Neue quasi jetzt sich neu gebiert in dir und ein alter Teil, ja, der Teil, wo du dich mit einem Menschen zusammengetan hast und wo du mit einem Menschen Gewohnheiten, Visionen, Kommunikation, ne, nicht Mensch, also Mensch mit allen Wesen, ja, egal was, oder mit einem Projekt und so weiter gehabt hast, also alles, wo schöne Bilder drinnen waren, alles das, wo natürlich auch ein Teil von dir dran gehangen hat, auch wenn es vielleicht schlimme Erfahrungen waren. Aber irgendwas, da hat irgendein Teil von dir dran gehangen oder hat irgendein Teil hat das lieb gehabt und dieser Teil endet natürlich und das ist natürlich auch ein Abschied in uns. Und heute werden wir das auch machen, tatsächlich am Abend, wo wir, ja, ich habe das so reinbekommen, heute am Vormittag ein Erntetankfest, ja. Haben wir das wirklich schon gemacht, ja, dass wir unsere liebgewonnenen Teile, also diese ganzen Erfahrungen, die wir gehen haben lassen, wo wir Abschied gefeiert haben, dass wir die voller Liebe, ja, die weise Frau, voller Liebe in uns integriert haben, mitgenommen haben, ja, oder haben wir uns vielleicht irgendwo verstrickt, vielleicht irgendwo verloren, wo wir etwas Altem nachtrauern und somit fast in eine, na, die Süchtige in eine Sucht nach dem Alten verharren, ja. So könnte man das jetzt sagen, in ganz verschiedenen Dingen. Mein Gott, vielleicht ist auch irgendwas da wirklich mit Süchten, mit, na, ich möchte mich betäuben, ich möchte mich nicht fühlen, ich möchte mich nicht spüren, ich, ja, irgendwas. Also alles, was für dich jetzt da in Resonanz geht mit Sucht, ja. Wir können natürlich auch Gedanken, also auch wenn wir glauben, wir lieben jemanden und projizieren da eine Vorstellung hinauf und haben eigentlich so wie eine Sucht nach diesen Menschen, auch das ist eine Sucht, ja, auch eine Wissenssucht. Wenn ich immer wissen will, was morgen passiert, ist auch eine Art von Sucht, ja, also geh da mal in dich hinein und schau mal, was für dich Sucht denn alles bedeutet, ja, und lass dich mal drauf ein und spür mal, was das mit dir macht, wenn du dich dann auch dafür entscheidest, gute Nacht, liebe Sucht, das will ich nicht mehr, sondern ich bin meine eigene Frau, mein eigener Herr und ich bestimme jetzt für mich, dass ich diesen goldenen Käfig beende, indem ich einfach annehme, für mich durchlaufen lasse und gleichzeitig wieder loslasse. Also ich sage immer, die Kunst ist ja nicht nur das Annehmen, ja, auch bei der weisen Frau, sondern gleichzeitig auch natürlich als Gefäß, wo man angenommen hat, auch das loszulassen, was nicht mehr dienlich ist, dass von oben die frische Energie durchkommt und doch von unten nach unten die alte Energie abgeht quasi und transformiert. Sondern jetzt haben wir den Sonnenengel, der Erfolg, die Sonne geht auf, ja, deine Power erwacht, du gehst in deinem Feuer auf, du gehst in deinem Feuer raus und bewirkst einfach das Wunder deiner Welt, ja. Und da ist es jetzt ganz, ganz wichtig, dass du dich eben nicht von deinem Umfeld beirren lässt, ja. Vielleicht hast du hier auch, vielleicht hast du hier auch noch die Sucht oder bist du da noch in einem Bereich drinnen, die Sucht nach Anerkennung. Vielleicht möchtest du hier, ist dir immer wichtig, was andere Menschen von dir denken, wie andere Menschen dich anschauen, was andere Menschen
Also alles mit Umfeld irgendwie. Ja, oder lässt dich dort auch noch zu viel beeinflussen, was andere Menschen betrifft? Und dort darfst du rausgehen, aber das siehst du noch nicht. Also dir ist das nächste Kapitel quasi noch nicht geöffnet. Die Tür steht zwar offen, aber du siehst einfach den Weg noch nicht. Und ich glaube, genau das ist die Challenge. Auch wenn man es nicht weiß, sich da jetzt mal zu trauen, aufzustehen und einen neuen Schritt zu wagen. Ja, es ist die eine Sache, sich immer was zu wünschen und immer was zu wollen und immer von etwas zu träumen, und eine ganz andere Sache natürlich, dort dann auch wirklich die Schritte dafür zu gehen. Und oftmals ist es viel, viel einfacher und gleichzeitig auch ganz anders, als man glaubt. Man wird immer glauben, man geht der Freude nach. Ja? Also ich habe mich so verbunden, dass ich weiß, hinter meiner Angst, ja, so, wenn ich durch meine Angst durchgehe, ist danach die Freude und ist die Freiheit, ja. Und das finde ich so mega, weil dann verbinde ich mich schon mit der Freude und mit der Freiheit, während ich angstschlotternd quasi, und das passiert mir auch, ja, einfach durchschreite, weil ich Spaß schon dran habe, weil ich Freude dran habe schon und weil ich weiß, dass es geil wird und weil ich weiß, dass es gut wird. Aber natürlich kenne ich das auch, wenn ich vor Schritten bin, dass ich mal zitter, dass ich mal, ja, dass da alles Mögliche mal aufgeht, ja. Und bei mir gibt es zwei Gruppen, die zu mir kommen. Die einen sind die, die noch so ein bisschen orientierungslos sind, die sich noch nicht ganz spüren, die auch noch nicht ganz wissen, was sie wirklich rausbringen wollen für sich, aber so diesen Ruf spüren, dass da etwas ist. Und da helfe ich eben dabei, den Weg quasi zu erkennen. Und dann gibt es die andere Partie, das sind die, die bei der Umsetzung noch ein paar Schwierigkeiten haben. Die nehme ich da auch gerne an der Hand und gehe mit ihnen dann quasi durch ihr Wunschwunderland, weil die wissen schon, was sie wollen, wissen aber noch nicht, wie sie es in die Umsetzung bringen. Ja? Aber in jedem Fall ist es wichtig, lass dich von deinen Ängsten nicht regieren, sondern trau dich, durch die Angst mit Würde durchzuschreiten und am besten schon mit Freude und Neugierde. 0:30, da wollte ich nämlich jetzt gerade die Readings starten, aber ich war schon on fire und war schon mittendrin und schon dabei. Da läutet der Wecker und erinnert mich daran, dass es jetzt soweit ist. Danke, habe ich gesehen, ist schon soweit. Ja, also der Page, der Kelche, der verbindet sich hier tatsächlich einfach Step by Step mit seiner Transformation, mit seinen Wünschen, mit seinen Gefühlen nämlich auch, und lässt sich durch die Gefühle leiten. Der weiß auch nicht so ganz, wo er ist. Der geht einen Schritt, schaut aber nach vorne und hat ein Präsent für sich mit, nämlich seinen eigens gefüllten Kelch trägt er da mit sich, und mit den Seepferdchen, das ist für mich einfach pure Treue. Ja, die Seepferdchen, das sind wunderbare Wesen für mich, die sich treu zur Seite stehen. Und da habe ich so das Gefühl, das werden wir nämlich heute auch machen am Abend, das sind doch so ein bisschen die kosmischen Eltern, also einfach die Attribute oder deine Guides generell mit den Schmetterlingen auch, also all die Lichtwesen, all deine Begleiter, all deine Bestärkung, deine Ahnen, alles das ist alles um dich herum und bestärkt dich jetzt auf deinen Weg, diese Schritte zu gehen, die du für dich in deinem Leben erleben möchtest. Und da geht's ganz, ganz viel halt darum, seinen eigenen Impulsen zu folgen, beziehungsweise schon dort hineinzukommen, seine inneren Impulse auch wahrzunehmen und zu hören und dann auch die Entscheidung zu treffen oder die Absicht zu treffen, dorthin zu gehen und dann auch wirklich die Schritte in die Handlung zu bringen. Und du wirst sehen, also hier gibt's eine Wunscherfüllung, hier gibt's eine Führung, hier gibt's einfach eine Erleuchtung im wahrsten Sinne des Wortes, hier gibt's einfach eine Lichtexplosion für dich, hier kommt eine Klarheit hier rein, hier, also da wird was ganz, ganz Wundervolles am Weg in deinen Schritten für dich verbunden sein, weil da kommt einfach die pure Freude mit den drei der Kelchen, ja? Und darauf hast du schon lange gewartet, weil eine Schattenseite von dir ist einfach so ein bisschen der Mangel, ist ein bisschen die Armut, dieses ich kann das nicht, ich glaube das nicht, ja, wieso können es alle anderen, ja, warum habe ich immer so viel Pech im Leben gehabt, warum hat mich immer mal wieder so eine Glückssträhne verfolgt, ja, das wäre mal was, ne, geil, können wir uns gleich auch einreden, ja, warum hat mich immer mal wieder so eine Pechsträhne vielleicht verfolgt, ja, was ist denn diese unsagbare Leere in mir, was habe ich denn zu machen? Was will das Universum von mir? Ich kann irgendwie den Worten, den Stimmen nicht hören. Ich kann irgendwie nicht verstehen, was man da von mir haben will. Was heißt das? Ich soll aufstehen aus irgendeinem Schlamassel und ich soll mich als ganz und als gefüllt und vollständig sehen. Was soll das für mich bedeuten, während ich mit Krücken dastehe und nicht ganz weiß, ja, was das mit mir zu machen hat? Und das ist aber Licht und Schatten im Tanz quasi für dich, um dich in deinem Schatten, um
durch deinen Schatten dein Licht zu erkennen. Ich liebe das von Boris Vallejo, die Sirenen. Oh, ja, also ein absolut geiles Bild, ja. Und um hier nämlich jetzt auf der Erde dein Fundament hier zu schaffen mit dem König der Münzen, vielleicht wird dir hier auch wirklich ein Helfer bereitgestellt, jemand, der ein sehr solides und sehr pragmatisches Fundament hat, der sehr tatkräftig ist, wenn auch langsam, aber trotzdem sehr tatkräftig ein Umsetzer ist, der aber aus der Mitte heraus ruhend deinen Raum hält für dich. Ja, das kann schon sein. Und gleichzeitig ist damit auch gemeint, ein Teil von dir, dass du hier wirklich jetzt in die Umsetzung für dich gehst, dass du jetzt einfach Schritt für Schritt dich als machtvoll, als würdevoll siehst und als kraftvoll siehst. Und auch wenn du vielleicht länger brauchst als irgendein ungeduldiger Funken in dir, liebes Feuerzeichen, ja, dass du hier einfach Schritt für Schritt an Kraft gewinnst und dein Fundament kreierst, erstellst als Schöpferin, als Schöpfer deines Lebens, wunder, wunder, wunderschön, ja. Und du darfst dich natürlich auch in materiellen Sinne erheben. Also, wir dürfen doch leben, was wir wollen. Für den einen ist das gut, für den anderen ist das gut. Es ist völlig egal, sei die Künstlerin und die Liebende in deinem Leben, ja. Führ nicht den Krieg, das bringt hier nichts, ja. Sondern wirklich hier sei ein Vorbild, in dem du lebst, was für dich in dir schwingt, ja. Was sich in dir bewegt, was in dir vibriert, was aus dir heraus sich erleben will und erlebt. Ja, und da haben wir, das glaube ich jetzt fast nicht, da haben wir zweimal, die Karten haben sich wieder gemischt, ja, haben wir zweimal die Verbindung, ja, alter Kreislauf beenden, um in eine neue Verbindung, in eine Verbindlichkeit zu sich selbst, seinem Seelenruf hin einzutreten, ja, um diese Rückhaltung hier zu beenden. Wunder, wunderschön. Es ist Zeit und zeitgleich braucht es auch ein bisschen Zeit, um sich zu verwirklichen. Und wichtig ist einfach diese Verbindung zu dir selbst und zu allen anderen Wesen, die jetzt in der Heilung steht. Ja, und dann kommen noch ein paar Rückkarten, aber das war jetzt mal wichtig. Wunder, wunderschön. Also gut, dann lass uns weitergehen. Schauen wir uns einmal an, was an der zweiten Position steht. Die zweite Position habe ich festgelegt mit Wasser. Wasser, Blau, Emotionalität oder Gefühle, sagen wir Gefühle. Emotionalität ist ja für mich einfach nur ein beschriebenes Gefühl aufgrund von erlebten Erlebnissen oder von Geschichten, die wir uns zu einem Gefühl erzählen. Sagen wir Gefühle, ja. Wasser, Fische, Krebse und Skorpione. Und da haben wir den Retter tatsächlich hier, ja, den Retter als Archetyp jetzt hier, der geheilt werden will oder der angesehen werden will. Und da haben wir, ich habe so das Gefühl, aufgrund von alten Schmerzen hast du irgendwie vielleicht den Drang, immer wieder in eine positive Veränderung hineingehen zu müssen oder anderen den Weg zu bereiten, in eine positive Veränderung hineinzugehen. Wenn das frei ist, wenn das frei schwingt, wenn das in dir eine Bestimmung ist, das zu tun, dann tust du das auch automatisch. Ja, mache ich ja auch, aber ich rette niemanden. Ja, ich heile auch niemanden, sondern ich helfe jemanden beim Erkennen seines Weges, seines Wesens, seiner Schöpferkraft, einfach indem ich Impulse gebe zum Beispiel, aber ich rette niemanden und ich heile auch niemanden, sondern das passiert, indem man sich mit sich selbst wieder verbindet, in die Rückverbindung zu sich selbst, zu seinem Ursprung geht und dort fließt das auch wieder und dort kann man dann diese auf sein System wieder Zugriff, ja, bekommen. Unser System ist ein absolutes Wundermittel, ja, um alles in unserem Leben tatsächlich auch zu lösen für uns, ja. Wir brauchen manchmal Erinnerung und Unterstützung dabei, ja, aber wir retten niemanden und wir heilen noch niemanden, sondern wir unterstützen nur dabei, dass man das in sich selber wieder aktiviert und erfährt und sich somit selbst einfach neu kreiert auf dieser Welt. Ja, so könnte man das sagen. Und da ist irgendwie so ein alter Druck von einem alten Schmerz heraus, wo du jetzt selber diesen Schmerz beenden darfst. Zieh dir die Ernte heraus, also deswegen auch heute am Abend. Ja, das wird großartig. Geh für dich in die positive Veränderung hinein. Lass dich selbst mal sein, ja, und lass dich selbst auf dich hier ein, damit du diesen neuen Weg jetzt für dich beschreitest. Weil wir haben hier die Vollendung. Das heißt, eine alte Maske, und das ist dieser hier, bricht, ja, du erkennst für dich,
dass du gar nichts tun musst, um etwas zu bewirken, sondern oder für andere tun musst, um etwas zu bewirken, sondern du darfst wirklich du selber sein und lässt dich da jetzt wirklich neu auf dich ein. Und das ist einfach die pure Hingabe und Lust auf dein Leben. Ja, und natürlich darfst du auch Liebe erleben. Aber da haben wir auch jemanden, da gibt sich jemand völlig hin. Das ist fast ein sehr schönes Bild für Weiblichkeit und Männlichkeit eigentlich, ne? So der Mann, der hält den Raum, der hält die Frau auf, während sie sich hingibt. Ich meine, das ist jetzt, ne, künstlerische Freiheit. Aber so könnte man das jetzt auch sagen, wirklich mit den Liebenden gehst du in die Liebe, gehst du in die Verbindung mit dir, zentrierst dich neu und lässt dich auffallen, aufhalten. Aha. Der ist unsichtbar, der Mann. Ja, also ich habe das Gefühl, da war noch der Halt für dich noch nicht so da. Du hast dich noch nicht richtig fallen lassen. Ne? Bis jetzt bist wahrscheinlich du diejenige gewesen, die immer gehalten hat oder derjenige gewesen, der immer gehalten hat und hat niemand gehabt, wo man sich selber mal hineinfallen hat lassen können. Und das muss jetzt kein Partner sein, sondern das ist eine innere Struktur. Ja, und wenn wir es im Außen suchen, dann können es dort natürlich auch Menschen sein, egal welche das sind. Aber wichtig ist, dass wir diese innere Struktur, diesen inneren Halt in uns haben. Und da wollte tatsächlich eine zweite Karte fallen, nämlich die Geduld. Hab Geduld mit dir. Ja, lass dich da wirklich einmal in dich hineingleiten und ja, du darfst dich jetzt vorbereiten, ja, dass dieser alte verletzte Krieger, diese neuen der Stäbe, wo du noch herumgärtnest, wo du versuchst, noch Denkmäler zu setzen. Ja, vielleicht machst du das da auch. Vielleicht setzt du dir innerlich irgendwie so Denkmäler, Erinnerungen an schwere Zeiten. Und jetzt beginnst du aber die Stäbe aus diesem, na, der steckt's noch rein, aber wenn er's dann drinnen reingesteckt hat, erkennt er, okay, das ist es nicht und holt sie wieder raus. Ja, und das passiert jetzt. Ah ja, jetzt macht das Sinn. Mit dem Vater. Jetzt macht das Sinn. Der Vater ist natürlich auch, ne, wenn wir das mit männlich, weiblich spielen, steht auch dann für Halt, ne, für Sicherheit, für dieses Gefühl, man ist richtig und wichtig, macht die Mama natürlich auch, ja. Aber so wie wir das so in der Gesellschaft oft kennen, ist halt der Papa schon jemanden, der einen auch so Rückhalt gibt. Die Mama auch, aber die Mama macht's mit viel, die macht's irgendwie anders, die macht's nach von vorne, die macht's mit ganz, ganz viel Liebesdinger, mit Annehmen, mit Reden und so weiter. Und der Papa, also so in meiner Fantasiewelt in mir drinnen, macht das so oft nicht, sondern der steht einfach da und hält den Raum. Ja, also in meiner Welt innen drinnen schaut so aus. Und dahin bewegst du dich jetzt. Das heißt, du verlässt jetzt tatsächlich ein altes Ufer, wo du vielleicht noch festgefahren warst, indem du jetzt der Seelenruf folgst und mit dem Schwan, mit der Schönheit, mit der Leichtigkeit und mit der puren Liebe, getragen von dir selbst, von deinen Ahnen, von deinem Papa, von deiner Mama, von allem, was um dich herum ist, ja, ob das jetzt real ist oder in dir drinnen ist oder im besten Fall beides, also in uns sollte es auf jeden Fall sein, meine ich damit, ja, spielt dabei keine Rolle, ja, wenn du es natürlich erlebt hast, als Mensch auch, umso besser, dann hast du es dort auch noch einmal so gesehen. Ja? Und wenn nicht, dann darfst du es trotzdem in dir leben und darfst trotzdem getragen, gefühlt und gestützt deinen Weg gehen, weil dann sind immer noch die kosmischen Eltern, die da sind für dich. Das schaue ich mir mit euch heute an. Ist ein energetisches Konstrukt, das so mega wirkungsvoll ist. Also oftmals kommen da manchen Menschen einfach auch nur die Tränen, ja, wenn sie dann wirklich in diese Berührung von den Einweihungen kommen. Das machen wir heute so jetzt im Ganzen nicht, aber wir holen sie dazu und da darf ganz, ganz viel an Geschenken fließen einfach auch. Ja, wunder, wunder, wunderschön. Ich schreibe dir dann in die Kommentare nochmal den Link, dass du dich anmelden kannst für heute Abend. So, also du wirst da in ein anderes Ufer gehen. Gut, dann schauen wir mal bei der Gruppe 3. Du kannst dir aussuchen, du kannst hinspüren, wo du bist. Ja, du musst jetzt nicht nach deinen Sternzeichen gehen. Aber das habe ich mit Luft und das passt ganz gut. Weil da ist auch das Gelb dabei, die gelbe Blume. Luft, also Waage, Zwilling und Wassermann. Farbe Gelb, Inspiration. Intuition auch, ja, wirklich auch Neuigkeiten zu erfahren, Neugierde, alles das fließt dadurch, aber auch eine ungeheure schnelle Schaffenskraft, ja. Die Feuerzeichen haben natürlich auch eine ungeheure Schaffenskraft, aber die Luft, das ist irgendwie das ist eine andere Schaffenskraft. Das ist nicht die feurige Schaffenskraft, sondern das ist die luftwirbelnde Schaffenskraft, die oftmals wirklich durchzischt einfach nur und so, so schnell ist, dass man sie erst später begreifen kann. Ja? Und da haben wir jetzt die Narzisstin. So, und mit der Narzisstin oder mit dem Narzissten
habe ich jetzt Folgendes wahrgenommen. Und zwar so ein bisschen eine Verlorenheit in sich selber. Ja, so ein bisschen dieses aufgrund von etwas, was in mir selbst hier nicht gefüllt ist, habe ich vielleicht immer mal wieder so den Wunsch oder den Drang, mir durch das Äußere das zu erfüllen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wer andere mir was geben muss, zwingendermaßen, sondern so wie das Außen vielleicht auch ein bisschen zu regieren oder die Stricke zu ziehen oder den Wagen zu führen, ja, damit alles so läuft, um meine innere Leere nicht zu spüren. So könnte ich das jetzt irgendwie in Worte ausdrücken, ja. Und gleichzeitig aber auch, aufgrund vielleicht von einer emotionalen Schwere, sich zu trauen, da aufzugehen, rauszugehen, aufzustehen und sein Leuchten, seine Blume, seine Geschenke wieder zu sehen und die zu etablieren für sich. Ja? Also aus einer Leere, aus einer Schwere hinein ins Erblühen. Ja? Und da haben wir tatsächlich die Erlösungsenergie, die da mitschwingt. Ja. Was haben wir denn da? Ja, wir haben hier die 7 der Stäbe. Und die 7 der Stäbe, irgendwie hast du dich da, glaube ich, irgendwie innerlich so ein bisschen verschanzt, könnte man sagen. Irgendwie verschanzt, es sind Dinge passiert, wo du einen guten Durchgang hast, du hast eine gute Position und glaubst aber trotzdem immer mal wieder, dass du dich verteidigen musst oder dass du schauen musst, wie die Stecken hier angeordnet sind oder na, irgendwie ist da ein bisschen ein Kampfmuster für mich drinnen. Und das aber aufgrund von Entscheidungen, die du nicht gefällt hast bisher. Und jetzt ist der Weg da, dass du siehst, ah, alles klar, da kommt ein neues Schiff auf mich zu. Also ich stehe da jetzt nicht im Verlorenen. Das war wie Lost in Space. Irgendwie ein bisschen hat sich das angefühlt jetzt da mit der Narzisstin. Ja, so ein bisschen wie Lost in Space, die innere Leere. Ja, und da jetzt wirklich zu sagen, ah ja, okay, ich sehe plötzlich wieder meine Sphäre, ich sehe plötzlich wieder, die Wolken lichten sich und ich darf wieder in meine Heimat aufbrechen, ja, weil das, was ich jetzt gerade lebe, das bin ich nicht, ja. Und damit stabilisiert sich aber tatsächlich etwas Enormes für dich, weil du schaffst jetzt hier ein Fundament, machst deine Tore auf und das ist jetzt wirklich etwas, was auch hält. Das ist kein Leerraum, sondern das ist wirklich, ja, ein bombenfester Ballast für dich, ja, auch in deiner Gefühlswelt, ja. Und hier habe ich schon den Partner liegen. Hier habe ich eine Figur mit drinnen liegen, wo du, vielleicht hast du dich doch festgehalten, vielleicht hast du da probiert irgendwie, na, da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Szenarien, vielleicht hast du da auch probiert irgendwie etwas festzuhalten und das war aber so nicht und damit geht das raus, ja, oder aber du gehst für dich weiter und dann kommt plötzlich hier ein Wegbegleiter, ja, mitten auf der Leiter und sagt, yes, da bin ich auch. Und dort geht's dann einfach weiter. Oder aber ihr kommt gemeinsam wieder in die Gefühle hinein, weil vielleicht hast du dich da versperrt davor, weil du eine Leere gefunden hast, hast jemanden weggedrängt von dir, das kann ja auch sein. Und jetzt findest du aber wieder ins Gefühl in dir und mit jemanden anderen, weil hier einfach die Erlösung darüber steht. Ja, das heißt, du gehst jetzt in die Verwandlung, darf ich dir sagen. Wunder, wunderschön. Viel trinken in einer sehr hoch transformierenden Zeit. Ups. Wichtig. Und wir kommen schon. Und wir kommen schon zu unserem 4. Stapel quasi, so gesehen, nämlich den Erdwesen, der Erdenergie, dem Element Erde. Und da haben wir den Perfektionist, also Jungfrau, Steinbock und Stier. Ja, erlaube dir aus diesem Perfektionismus, ja, oder die Farbe braun, erdig, Erde, Standfestigkeit, ja, pulsieren mit der Erde, kreieren, manifestieren, ja, all das ist mit dabei, ja. Und was haben wir denn da? Beweg dich. Beweg dich, mach dir klar, es muss überhaupt gar nichts perfekt hier sein, ja. Lass dich bitte in das Imperfekte wieder hinein und beginne endlich zu erschaffen, weil da ist dein Machtpotenzial drin. Das ist der Eisberg, der Bär, der jetzt von einem Ufer zum anderen schwimmt und der jetzt wirklich sagt, yes, geil, ich kann meine Flügel öffnen. Ich habe jetzt so lange gewartet, ich habe jetzt so lange herausgezögert, ich habe jetzt so lange herumgebastelt und immer perfekter und immer perfekter und immer perfekter und habe dann im Endeffekt vielleicht nicht alles das auf die Erde gebracht, was ich eigentlich machen wollte. Und damit ist jetzt aus. Gute Nacht, sagen wir jetzt hier, nehmen das volle Liebe an.
damit die neue Entdeckungsreise tatsächlich passieren kann, weil der Eisbär schwimmt jetzt da ja schon rüber. Und wenn wir dort dann anfangen zu spielen und zu kreieren und uns nicht mehr so ernst nehmen, man nimmt sich oftmals wirklich viel zu viel ernst. Also das ist wirklich was, nimm dich nicht so ernst, ja. Beginn nebenbei Sachen zu perfektionieren und aufzubauen, ja, mit deiner Klarheit, mit deiner eigenen Wahrheit. Trau dich, die Traumtänzerin zu sein, ja. Du hast immer die Wahl, trau dich, du selber zu sein und wirklich alte Masken abzulegen, damit das Gleichgewicht, ja, und der Ausgleich auch wirklich wieder hochschwingt und eintrifft für dich, weil du bist ja absolut im Aufbruch von alter Schwere, ja. Wunderbar. Ja, und mit den sechsten Kelchen ist der Ausgleich auch schon gleich wieder da, ja. Also wunderschön, wo hier im Spiel, in der Arbeit, im Kreieren wieder Neues geschaffen wird. Mäuschen beginnen mit Katzen zu spielen. So. Mäuschen beginnen mit Katzen zu spielen. Die Kinder verbinden sich, fangen an zu kreieren, ja, und erstellen sich ihre Welt so, wie sie ihnen gefällt und nehmen aber dabei das Potenzial der Vorleben mit sich mit und gehen damit in die absolute Erneuerung. Geil, ja. Also raus aus dem Perfektionismus, rein in die Erneuerung, geht deine Schritte, trau dich hier wirklich nebenbei einfach so manche Dinge einfach locker, leicht wieder, mit weniger Ernstigkeit. Ja, nimm die Freude ernst, hat eine Mentorin mal gesagt, das finde ich geil. Oder was hat sie gesagt? Na wurscht, aber so ist das jetzt unterm Strich gesagt, wie ich sag. Aber auf jeden Fall ganz ein wichtiger Punkt, ja. Lass den Perfektionismus hinter dir, ja. Er öffnet dir keine Tür, sondern die Türe öffnet sich, indem du dich imperfekt geil wirken lässt und dadurch deine Vollkommenheit erfährst und ins Entdecken gehst, ja, weil dort kriegst du dann die neuen Bausteinchen in die Hand, die du, wo du kreieren kannst wieder und in einem ganz einem neuen Land, was du vorher so noch nicht gesehen hättest, hättest du dich hinter deinen Maskeraden, hinter deinen Zurückhaltemustern hier versteckt. Also gut, das war's mit Mother Earth. So schaut's aus im Kollektiv. Ich freue mich natürlich, wenn du mir dazu schreibst, wo du dich wiedergefunden hast, was so mit dir, was sich so bei dir tut gerade im Moment. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja dann sogar auch heute am Abend. Dicke Umarmung aus Wien an dich und eine wunderbare Neumond-Transformation, Initiation, Neubeginn, Sonnenfinsternis wünsche ich dir. Sonnenfinsternis. Ja, bis ganz bald. Baba, eine schöne Zeit wünsche ich dir.